Hallo und willkommen zurück zu unserer kleinen Speedfarm-Runde. Ja, ich habe jetzt schon mich schon mal zur nächsten Höhle begeben. Und zwar bin ich in den Tiefen des Redwoods und stehe genau vor der Sumpfhöhle. 6237. Und da gehen wir jetzt mal ganz schnell jetzt ein Artefakt holen. Ja gut, schnell, die Höhle könnte ein bisschen dauern. So, wichtig natürlich, auch wenn wir mit einem Dino reingehen, ist unsere Ausrüstung. Denn ansonsten fallen wir da drinnen ganz, ganz schnell vom Dino runter. Ja, man hat hier gesehen, das sieht immer, man könnte ein bisschen Angst kriegen, aber zumindest auf dem Server solltet ihr damit keine Probleme haben. Im Singleplayer weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Und hier haben wir jetzt schon das Hauptproblem dieser Höhle. Es sind nicht die 300er oder 400er Skorpione, nicht die Spinnen, natürlich erst recht nicht die Schnecken, sondern es sind die Massen an Meganeuren, die einfach massiv Schaden machen. Also ich empfehle hier in dieser Höhle definitiv keinen Wolf, weil ich habe es probiert mit dem Wolf, der killt einfach die Insekten nicht schnell genug. Aber Yonix, es hat ja durch seinen höheren Bisspunkt, sage ich mal, schon ein bisschen Vorteile. Ansonsten, was auch sehr gut gehen soll, habe ich aber noch nicht probiert, das müsst ihr selbst auch probieren. Vor allem ist es dann für die anderen Höhlen nicht unbedingt das Effektivste. Ein Frosch. Ich habe mich hier natürlich für meinen Yonix entschieden, A, weil ich mit dem super klarkomme. Und B, weil ich den auch für die anderen Höhlen brauche. Brauchte beziehungsweise auch noch brauchen werde. Na komm, der Rest gleich mit. Freund, ich soll euch zubeißen. Na, ich glaube, mein Bionic kommt wieder ein Level ab. In dieser Höhle muss man Geduld haben, die sich einfach umfallen. Das ist auch die einzige Höhle, wo ich meinen Bionics mal auf Neutralausweise pfeife, weil ich habe doch hin und wieder mal Lecks und ich habe immer die Befürchtung, dass ich irgendwann mal rausfalle. Rausfalle, sage ich schon. Rausfliege und mein Bionic dann gekillt wird, während ich nicht an dich einlogge. Oder ich gekillt werde, noch schlimmer. Hier muss man auf jeden Fall auch gut auf die Aufdauer aufpassen, weil man hat eigentlich fast. Also gerade wenn man sich ein bisschen beeilt, fast permanent den Debuff von den Meganeuren, die haben ja quasi langsam die Ausdauer zum einen entziehen und zum zweiten natürlich die eigentliche Ausdauerregeneration verhindern. So, dürfte ich jetzt mal kurz leveln. Was nehmen wir denn Schönes? Ach, schade. Schaden ist immer gut. Soll ich einen großen Schaden habe, weiß ich ja. Natürlich. Aus irgendeiner Ecke kommt immer irgendwelche Krabbeltiere. Oh, nö. Was kommt denn da alles?
Jawohl. Und jetzt noch ein Mega-Neuerer. Was jetzt? So. Kurz unserem Bionix Zeit geben, sich zu erholen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, auf jeden Fall Ausdauer regeneriert sich in dem Moment, wo man absteigt. Ansonsten würde die Höhle ein wenig länger dauern. Ah, kommt ja doof in die Quellen, ich weiß, hier sind noch hunderte drin. Ah, die Libellen sind halt deswegen auch sehr gefährlich, weil man nie weiß, wie viele denn wirklich da sind. Hat's ja gerade gesehen, man knabbert eine an und es kommen 50 andere. Ah. Ah, hier sammelt man gut die Buffs. Na komm, Skorpion, ich hab die doch schon gesehen. Ich hasse das, wenn die Viecher mal schön einzeln angezapft kommen. Wahrscheinlich, wenn ich kaum glaube, ich den Skorpion tot, kommt die Spinne von oben. Nicht? Wahnsinn, ich glaub's ja gar nicht. Ich hab's doch eilig. Der hängt jetzt wieder, so war aggressiv. Oh, nochmal mega neuere. Da muss man eilig hatten. Also, da kommt noch ein Nachzügler und noch einer. Das nervt immer. Der Höhle hier. Denkt man ist gerade fertig. Kommt der nächste. Und dann kommt nochmal einer. Und dann kommt nochmal einer. So, du bleibst jetzt mal schön hier sitzen. Effect of Immune. Ich finde das mal cool, wenn man zurückkommt und dann so halb im Nebel und dann der Bionix steht. So, das kann ich euch gleich mal einen lustigen Bug zeigen oder auch nicht. Dieser rote Loot Crate, nachdem man sich das erste Mal geloot hat, spawnt dann gleich nochmal. So nach, keine Ahnung, 3 Sekunden, eine Minute oder sowas. Spawnen die einfach nochmal neu. Danach spawnen sie nicht nochmal gleich neu. Warum? Keine Ahnung. Ist halt einfach so. Klappt auch noch mit der blauen Loot Crate, die da hinten ist, aber nicht mit der gelben, an der wir vorbeigelaufen sind. Und die Bälle sind schon mal nachgespawnt. Zum Glück war es nicht. So. Gleich kommt dieser lustige Bug. Richtig.
Ach du Scheiße. Mitten in der Nacht haben wir's. So. Ach ne, früher Morgen. Wir haben die Nacht in der Höhle verbracht. So, ich habe jetzt mit aus gutem Grund meinen Vogel nicht direkt neben der Höhle abgestellt. Weil man sieht, was hier so rumläuft. Und zum Beispiel hat mich gerade wieder mal ein Kleptomastax beklaut. Ach du Scheiße. Gott, war nur. Genau deswegen. Genau aus diesem doofen Grund. Weil der Redwood einfach scheiße ist. Deswegen habe ich meinen Vogel in bei unserem, naja, Nachbarn ist vielleicht ein bisschen weit ausgedrückt, aber hier in der Base wohnen die April, Laura, unser Pesti und die Nike. Und da da so da hier natürlich mein Vögelchen auf jeden Fall safe ist, habe ich halt bei denen die Base gestellt. Damit kann die Taucherausrüstung weg und der Sattel, den brauchen wir nicht, die Angel brauchen wir auch nicht. So. Ach, das war ein bisschen voreilig, oder? Ah, nee, warte nicht. Das Ganze hat jetzt natürlich 10 Minuten gedauert. Die Folge wird ein bisschen länger wahrscheinlich als eine halbe Stunde. Einfach weil die Wegzeiten zwischendurch so hoch sind. Zum anderen war natürlich gerade die Sumpfhöhle ein wenig ja, anspruchsvoller ist. Was sollen wir sagen? Naja, anspruchsvoller ist ja nicht wirklich, aber man braucht einfach so lange, bis man die hier platt gebissen hat. Inwiefern es dann mit dem, wenn man das mit dem Frosch macht, besser gehen soll, also der soll wohl die Libellen sehr schnell zerrupfen. Ob man dann schneller ist, ist die Frage, aber ehrlich gesagt, ich finde am meisten störend die Skorpione, weil die einfach stehst da und knabberst und knabberst und knabberst, bis sie mal umfallen. Ja, gut. So, weil ich jetzt ein bisschen vorlich war, ich die Rüstung hätte ich vielleicht noch nicht wechseln sollen. Ach ja, ein neuer Morgen beginnt. Jetzt kommen wir über rein, da sieht man wieder ein bisschen was. So, jetzt begeben wir uns mal zu der kleinen Höhle am Fuße des Vulkans, der ja wahrscheinlich heute sogar noch überarbeitet wird. Zumindest ist das Patch für heute noch angekündigt. Mal gucken, ob es auch noch kommt. So, davon haben wir die Höhle auch schon. Ja, durch diesen, ich nenne es mal Grafikbug, kann man die relativ weit schon erkennen. Immer wieder gut.
Warum muss eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit mein Handy klingeln? Wissen die nicht, dass ich mitten in der Aufnahme bin? Natürlich wissen sie das nicht. Wie denn auch? Bis auf den Stream habe ich ja keine regelmäßigen. So, was man hier auf jeden Fall sehr gut machen kann, um seine Tierchen zu schützen. Sofern sie das tun, was sie sollen. Na komm schon. So. Man kann hier die Tierchen in die Felsen reinstellen. Wieso bist denn du eigentlich auf Attack My Target? Das ist relativ gut, weil also von Bodentieren könnten werden sie in der Regel nicht angegriffen. Natürlich von Ameisen oder sowas, das könnte schon noch passieren. So, dann schützen wir erstmal schnell hier durch den Vulkan. So, die Höhle dürfte ziemlich original gespawnt sein, weil hier war, glaube ich, in der letzten Woche keiner drin. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, oh, schauen wir mal. Unter Umständen konnten ja durchaus jetzt ein Megalosaurus drin vorkommen. Kommst du freiwillig? Sehr schön. Also gleich vier angenehmer, wenn die Viecher mit alle zwei, drei Hubs weg sind. Also langsam nur Schlangen, Fledermäuse und Krabbeltierchen sind es okay. Merkst du diese doofen Arthropleuras hin? Gehen mir nicht immer auf den Sack. So, machen wir mal ein Licht an. Was haben wir, eine Fackel? Komm. Da haben wir auch schon die Artefaktkiste. Da liegt auch ein Megalosaurus. Sogar drei Stück? Das erklärt auch, wieso man den restlichen Höhlen gar nicht mehr gefunden haben. Die liegen alle hier. So, 50. 45. 60. Möglicherweise ist jetzt die Nacht hier rum. Kann man die einfach mal so wegfressen. War auch klar. Was ist die andere Schlange?
sagen so. Was jetzt? So. Einmal Artifact of the Clever. Oh, respawn. Jetzt schon. Bin schnell. Da geht's wieder runter. Wollen wir nicht hin. Wir möchten gerne raus. Ja, boah, bleib hier. Oh, natürlich, wieder mal vergessen. Die Vulkanhöhle natürlich, selbstverständlich, bei 40, bei 41, 46. So. Jetzt wird's ein wenig interessanter. Ich setze hier meine Pelzmütze auf, weil gleich wird's kalt. Jetzt geht's nämlich in den Schnee hinein. Aber das ist ganz gut, dann kann unser Bionix nämlich in der Zwischenzeit ein bisschen regenerieren. Nicht, dass er es nötig hätte. Weil in die nächste Höhle kann man nämlich leider nur zu Fuß. Da ich aber noch eine andere Höhle zeige danach, muss ich natürlich mitnehmen. Und wer jetzt schon der Hoffnung ist, oh cool, da geht jetzt mal in die große böse Schneehöhle und macht mal schnell einen Speedrun, holt sich das Artefakt. Ja, den muss ich jetzt definitiv enttäuschen. Das werde ich nämlich nicht machen. Die Schneehöhle gehört nämlich definitiv zu einer der beiden Höhlen, die man alleine vermutlich schon schaffen könnte. Es ist aber sehr, sehr schwer. Also allein durch die Level und dass man da zu Fuß reingehen muss und all solche Sachen, das ist schon echt nicht ohne. Ich kenne Taktiken und habe schon davon gelesen, wie man es auch solo schaffen könnte. Probiert habe ich es, wie gesagt, habe ich es auch noch nicht. Warum das dann doch ein bisschen viel Arbeit war. Und letztendlich, für was spiele ich auf dem Server mit anderen Leuten zusammen? Aber die werden wir dem auf jeden Fall auch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auch mal zu sehen bekommen. Nämlich sobald wir mal mit den anderen Leuten vom Server mal hineingehen. Das wird natürlich dann keine Speed-mäßig, wir holen uns mal das Artefakt. Das wird eher so eine Sache, wir gehen mal da rein und hoffen, dass wir es überleben. Geschichte. Und dass wir mit möglichst vielen Artefakten wieder rauskommen. Im besten Sinne natürlich sollte keiner sterben. Früher ging es ja immerhin noch, dass man noch welche in seinen Schultertieren mitnehmen konnte. Das geht ja leider auch nicht mehr. Dementsprechend, ja, Gott. Darum habe ich natürlich auch keinen Affen oder sowas dabei, weil was bringt es mir jetzt gerade? Da ich nicht mehr mitnehmen kann, bringt es mir gar nichts. Und vor allen Dingen, also die Schultertiere haben zwar noch einen netten Effekt, aber das lohnt sich ehrlich gesagt, wenn auch nur noch in der Schneehöhle. Wo man gesagt, wo man zu Fuß reingehen muss, wo man sagen muss, da ist ein bisschen schwieriger. Und man muss vielleicht ein bisschen mehr Rüstung mitnehmen.
Dann noch so eine Ersatzpelzrüstung, ein paar mehr Kugeln für die Knarre oder Pfeile, je nachdem, was man so mitnimmt. Das ist mir auch noch nicht so richtig. Da macht es dann noch Sinn, aber auch die Verlangsamung gegen die Wölfe und Yetis da drinnen ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber ansonsten, wie alle anderen Höhlen, kommt man ja wirklich mit den Bionics ohne Probleme rein. Die eine Unterwasserhöhle schafft man auch ohne Schwierigkeiten mit einem Wal. Die andere sieht dann natürlich, die andere Unterwasserhöhle sieht dann ein bisschen, ja. Die kann man auch mit einem Wal schaffen, muss aber schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und vor allen Dingen sehr, sehr umsichtig sein. Ich habe dir schon mal gezeigt, wie es im Singleplayer da abgeht. Auf dem Server ist sie nicht ganz so schlimm, muss man sagen. Interessanterweise. So. So, du darfst jetzt meinen Bionics mal beschützen, während ich mich in die Höhle begebe. Denn ich habe keinen Bock, dass mein Bionics, wenn er sich wehrt, da unten landet. Sieht auch, hier ist ein Bettchen. Ich komme nämlich immer mal, port mich immer mal direkt hier hin und renne nackt, wie ich bin, in die Höhle, um die Lootquests zu holen. Kann ich jetzt mal. Ach, schade. Also ein paar Wildermäuse, die jucken mich gerade nicht. Man sieht hier eine Lootquest. Die hole ich mir jetzt nicht, weil wenn ich da abstürze, dann sind die ganzen Artefakte weg. Muss nicht sein. So. Und ich frage, ob die Viecher rumkommen. Das Problem ist nämlich, man kann nicht an dem Ding vorbeischießen. Okay, man kommt also doch noch ran, ohne darunter zu springen. Das ist gut zu wissen. So. Das war jetzt, muss man sagen, ein bisschen Glück, dass gerade die so, dass da alles ein bisschen in den Deck gesteckt hat. So viel Glück hat man natürlich nicht immer. Aber ja, wenn man so ein paar Spinnen, ein paar Fledermäuse kriegt man in der Regel platt. Da jetzt egal mit welchen, ob mit Schusswaffen oder so wie ich mit dem Kompositbogen jetzt. Und falls man doch beim Artefakt runterfallen soll, deswegen habe ich auch noch die Grappling Hooks dabei, da könnte man sich dann auch wieder hochziehen. Man könnte zwar auch den Weg dann folgen, habe ich ja schon gezeigt, wie man die Schneehöhle machen würde. Natürlich besteht immer mal die Gefahr des Abrutschens und dann war es das natürlich. So. Ich habe natürlich wieder. Also wir haben jetzt gerade das Artefakt auf das Skylord geholt. Ja.
Koordinaten. Ja, muss ich nochmal umdrehen. Nee. Also wir sind auf jeden Fall da, der einen kleinen Bucht. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Gießt mal immer wieder. Ach, sag mal 18, 20. So ungefähr wird das schon stimmen. Jetzt haben wir auch wieder ein ganzes Stückchen Flugweg vor uns. Das ist halt alles ein bisschen nervig an der Sache. Was man sich natürlich hier definitiv überlegen kann, ist, wenn man wirklich sagt, man, was weiß ich, die Bosse farmen, weil man Element braucht. Zum Beispiel sagt man Brutmutter leicht oder mittel von mir aus noch. Das lohnt sich nicht unbedingt, aber wenn man es nicht, wenn man zum Beispiel einfach nicht mehr schafft, was ja durchaus sein kann. Mal Brutmutter auf schwer, haben wir ja auch schon versucht und sind glücklich gescheitert mit unseren 6 Mann. Wir sind auch immer noch am Tüfteln, wie wir es hinkriegen könnten. Ohne zu bescheißen, selbstverständlich. Hat man jetzt auch schon die Idee, wenn man zum Beispiel wirklich Artefakte braucht, dass man zum Beispiel die ganze Sache ein bisschen beschleunigt, indem man einfach sagt, man stellt sich vor die Höhlen ein, zum Beispiel ein Wolf, ein Bionix, je nach Höhle, dazu ein Bett. Und einen Schrank. Und dann geht man einfach, portet man sich durch die Betten, über die Betten einfach hin, nimmt sich die Ausrüstung aus dem Schrank, geht einmal das Artefakt holen, rennt wieder raus, portet sich zum nächsten Bett und so weiter und so fort. Kann man machen. Lohnt sich natürlich für die Artefakte nicht ganz so dolle, weil man ja dummerweise immer nur ein Artefakt mitnehmen kann. Man kann natürlich sich zum Schluss sagen, ja, ich sammle, mach das, keine Ahnung, 10 Mal oder sowas. Dann hat man jeweils 10 Artefakte im Kasten und ja, dann, keine Ahnung, nimmt man Quetzi mit Plattform. Fliegt einmal die Höhlen ab und geht dann halt mit. Hier sind es 7 Artefakte haben wir, 6 Artefakte haben wir uns geholt, das 7. holen wir uns gleich noch. So. Wenn dann 70 Artefakte, wenn man das 10 Mal macht. Gut, wobei, wenn man wirklich auf Artefakte aus ist, lohnt sich sogar fast, in die Höhle reinzugehen, rauszugehen, wieder reinzugehen, rein und immer wieder rein, raus, weil einfach der Respawn nicht so schnell wieder da ist, sodass man schnell durch die Höhle wieder durchkommt. Ginge natürlich auch. Was wir natürlich auch hätten noch machen können, um noch ein bisschen, um das Ganze noch ein bisschen schneller zu machen, aber. Das wollte ich jetzt nicht. Wäre jetzt in der Sumpfhöhle gewesen, abzukürzen. Man kann auch in der Sumpfhöhle, wie in der Höhle davor schon, per Grappling Hook sich relativ schnell zum Artefakt begeben. Das wollte ich jetzt im Ar aber nicht zeigen. Weil das schafft man eben schon in dem ersten großen Raum, wo die erste Kreuzung ist. Da ist das Artefakt. Und da ist auch eine kleine Nische, wo man sich hochschießen kann. Aber man soll ja hier nicht sagen, ich bin übelster Bug-User. Deswegen habe ich gezeigt, es geht auch so ohne Schwierigkeiten mit dem Bionix sich da durchzufressen. Was wohl auch gehen soll, aber nagel mich da bitte nicht fest, sollen wir sogar Kanus da reingehen. Habe ich nie probiert. Möglich wäre es. Kanus sind jetzt nicht so viel größer als Bionix, wenn die Hitbox etwa gleich ist. Sollte es wahrscheinlich passen. So, sind wir auch schon gleich zu Hause. Unsere eigenen Basis, da können wir dann das Vögelchen zurücklassen. Weil auf Kanu Island werde ich den Vogel garantiert. Oh, ich kann den übrigens mal wieder. Entgotten, sag ich mal. Bei dem passiert jetzt ja nichts mehr. Damit könnte ich ihn auch auf Kano Island, hätten natürlich jetzt auch so auf Kano Island stellen können, aber. Nee. Also für was haben wir einen Bionix, der sich recht flink durch das Meer bewegen kann? Und vielleicht sollten wir die Pelzmütze abnehmen. Es wird nämlich gerade ein bisschen warm.
So, na? Unter 40 Minuten wird knapp, glaube ich. Gut, diesmal habe ich keine einleitenden Worte. Aber gut, es sind vier. Okay. Ich mache hier mal kurz einen Cut und suche meinen Bionics. Bis gleich. So, dann geht's auch schon weiter. Ich war mal so frei und bin auch gleich bis zur Höhle noch gegangen. Um es ein bisschen abzukürzen. Ja, das passiert, wenn man dummerweise rechte Maustaste benutzt, um ins ACM-Menü zu kommen. Man lässt seinen Bionics fallen. Ganz blöd. So, wo sind wir? Kano Island bei 15, etwa 15,85. So, wir holen uns jetzt das letzte Artefakt, was wir brauchen, um den Affen zu beschwören. So, ich kann auch gleich schon sagen, die Höhle wird hier ein bisschen leerer sein, weil ich die Woche schon ein paar Mal drin war. Und dementsprechend die Spawns mittlerweile schon ein wenig ausgedüngt habe. Oh, Mann, zwei Spinnen. Das ist schon viel. Normalerweise sind hier halt noch ein paar Spinnen, ein paar Skorpione und auch Fledermäuse. Aber gut. Heute halt mal nicht. Das macht sich natürlich umso schneller dann den Speed. Ohne zu zeigen. Wenn einfach keine Gegner da sind. Boah. Auch von unten. Auch noch. Kacke Käfer sind echt aggressiv, muss man ja schon sagen. Nur weil man mal einen von ihnen anbeißt, kommt gleich die ganze Gang. So, noch wer? Schauen wir nicht. So, Artifact of Stevoa. Unser letztes, was wir brauchen. Jetzt machen wir uns noch raus aus der Höhle. Naja, kack ruhig erstmal. Wir haben es ja kein Stück eilig. So, ich nehme jetzt mal die Abkürzung. Auch ist nur ein Skorpion. So, mit dem, ich nehme mal die Abkürzung. Das gewusst hätte, wäre ich unten lang gerannt, wäre schneller gewesen. So. Und das war's. So, das hat jetzt etwa, ja, gut 40 Minuten gedauert. Bisschen länger als bei der ersten Runde, klar. Aber wir haben jetzt innerhalb von, naja,
Sagen wir es noch ein bisschen optimiert, sage ich jetzt mal. Innerhalb von einer Stunde hat man 7 Artefakte zusammen. Mit diesen Artefakten kann man jetzt entweder, kann man jetzt zum Beispiel einmal die Brut, den ersten dreien, kann man schon die Brutmutter beschwören. Und mit den 7 Artefakten kann man jetzt auch den Affenboss beschwören. Auch gleich in Hardmodus. Wenn man ihn natürlich nicht gerade in Hardmodus machen will, sondern in Leicht oder sowas, dann braucht man ein paar Artefakte weniger. Aber welche das jetzt genau sind, ich müsste ich auch nachgucken. Also vermutlich, dass das das Sumpfhöhle ist, wahrscheinlich bei schwer mit dabei und bei leicht nicht. Ansonsten weiß ich es gerade auch nicht. Da guckt am besten einfach mal ins Wiki, da steht es ja drinne, welche ihr braucht. Aber auf jeden Fall die, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die 7 Stück braucht ihr definitiv, wenn ihr einmal den Affen auf leicht, auf schwer machen wollt. Für alles andere reicht es natürlich auch noch und bleiben natürlich Artefakte übrig. So, was ich jetzt nicht machen werde, noch eine dritte Folge, wo ich dann quasi den Speedrun für den Drachen zeige, weil das kann man nun nicht mehr als Speedrun bezeichnen, weil wie gesagt, dafür bräuchte man jetzt nämlich noch die beiden Höhlen, die ich nicht gezeigt habe, drei Höhlen, die ich nicht gezeigt habe. Das eine ist noch die kleine Unterwasserhöhle, die geht noch. Die große Unterwasserhöhle und die große Eishöhle sind natürlich ganz andere Herausforderungen. Das schafft man nicht einfach mal so speedmäßig. Aber gut, der Drache an sich ist ja auch ein bisschen härter. Nun gut, aber das will ich jetzt auch schon für diese etwas überlange Folge gewesen lassen sein. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr könnt vielleicht das eine oder andere übernehmen, vielleicht noch ein bisschen dran feilen und dann sag ich mal, Happy Farming. Macht's gut.